Yo, 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 was geht ab? Herzlich willkommen zu dem neuen Video hier. Wir gucken uns ein Video von Arafat an, wo der im Livestream ist mit Barello, Yassa und, irgend so Nino. Und wir gucken uns das mal an. Der redet da über die aktuelle Thematik, über Palästina, Israel und so dies, das. Ich muss sagen, ich bin in dieser Thematik nicht so bewandert, Digga, ne? Aber ich will mir mal anhören, was er dazu zu sagen hat, weil ich glaube, der ist sogar halb Palästinenser oder ganz Palästinenser, ne? Ich glaube, die sind ganze Palästinenser. Deswegen, glaube ich, betrifft ihn das Thema sehr krass. Und lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert, aktiviert die Glocke. Let's go, wir gehen rein. Die Masse macht's. Arafat, und dann so eine Behinderte, so, Arafat, warum gehst du nicht helfen? Ey, da kommt keiner rein und da kommt keiner raus. Hört doch auf mit so einem... Bari Wallah, diese Rosen hast du verdient. Boah, ich hab gesehen, ja, also Deutsche kommen da mittlerweile schwierig raus, ne? Und wenn man als Deutscher da raus will, wenn man in dieser Region ist, muss man irgendwie 300 Euro dafür bezahlen, ne? Das ist auch schon hart, ehrlich. Also die Deutschen, ehrlich, immer wirtschaftlich unterwegs, ne? Für diese, was du redest, Wallah. Ich mein Ernst, was soll diese... Wenn ich, ganz ehrlich, und jeder, der irgendwie andere Meinung ist, der soll mir entfolgen, ich will mit denen nichts zu tun haben. Wirklich raus! Ist mir scheißegal, was über mich denkt. Jasser, was ist deine Meinung dazu, Jasser? Das ist wirklich kopfkaputt, ja, dieses Thema aktuell. Und ganz ehrlich, wenn jemand mir sagt, ja, aber was sagst du zu der Aussage oder zu der, habt ihr es gesagt? Na, reden ist Kacken. Man redet, kommt Wind weg. Was habe ich von Reden? Die reden seit 70 Jahren. Hat sich was verändert? Nein. Guckt euch diese Videos an. Wallah. Wäre es andersrum, würde ich genauso reden. Das ist unfassbar. Unfassbar. Also ich habe auf jeden Fall ein paar Videos gesehen, so auf Twitter und so. Wirklich sehr, sehr, sehr schlimm, was da aktuell abgeht. Ne? Also Krieg ist nie gut. Wirklich nie. Das ist eine Ausrottung. Oder wie so ein Köter, so aller Köter Justin Bieber. Schreibt mir eine Fahne und zeigt mir irgendwelche Gaza-Bombardierungen. Ich feiere Justin Bieber, bitte. Warum hast du Justin Bieber? Was hat er gepostet, dieser Hund? Was hat er gepostet? Justin Bieber ist Illuminati, die halten alle zu dem. Warte mal, er ist für Israel und zeigt, guck mal, die armen Israelis, was mit dir passiert, aber zeigt die Bombardierung von Gaza. Aber Papa, du checkst deine Sache nicht. Nicht Kylie Jenner hat das gepostet, nicht Justin Bieber. Die haben unterschrieben, die sind bei Illuminati, die müssen das posten. Doch, die müssen. Digga, der schon wieder, ey. Der nimmt mich auch wieder auseinander. Doch, aber trotzdem, du verstehst das nicht. Denkst du, die posten das selber? Die werden gecancelt. Aber die müssen aber damit leben dann, weil das durch ihr Gesicht gepostet ist, weißt du, was ich meine? Dann können die sagen im Endeffekt, ja, aber ich habe das nicht so gemeint oder mein Management war das so. Ascha genauso, war oder Mate, wie heißt der, dieser Köter, dieser 1,20 Köter, dieser... Ja. PA Sports oder was? Ah, nee. Möchte gerne Welt... Ey, Digga, er macht Fitness, ja. Wie kommt er auf PA Sports aber? Das ist bestimmt irgendein Ami. Meister? Oder jetzt gehe ich die Schminke, falls meine Schwester von Kylie Jenner Schminke hat, werde ich alles kaputt machen. Alle ihre Schminke werde ich kaputt machen von Kylie Jenner, wallah. Das ist schon mal der erste Schritt, Marello. Der erste gute Schritt, den du machen kannst. Ganz ehrlich, bei allen Respekt. Nein. Stopp. Und das ist es. Sie verpissten uns mit Kylie Jenner. Weißt du was, mit Kylie Jenner oder die anderen? Eigentlich habe ich das gar nicht gesehen, aber irgendwie Leute haben mich markiert, weil ich so Müll nicht folge. Ich lasse mich mein Gehirn verbrennen von so einer Wachsfigur, Alter, die gemacht von vorn und hinten. Fühle ich. Also ich fühle diese Jenner-Fan oder Kardashian-Familie auch gar nicht, ne? Ich bin da komplett raus, Digga, weil die einfach komplett falsche Werte vermitteln und so. Also deswegen fühle ich die nicht. Ich finde, die sind voll die Unnötigen, so. Immer nur, aber auch leider Gottes, gerade unsere Schwestern, unsere Brüder, jeder, oh, heute höre ich so... Ibo will live. Ist mir gerade egal, wer live will, dann soll er doch live gehen. Heute höre ich so... Ich mache noch eine, dann kann ich rausgehen, alles gut. Lass doch mal jemand ausgehen, ich gehe raus gleich, ey. Was er sagt. Weil ich bin Kylie Jenner entfolgt. Warum denn? Ja, weil sie so, warum folgst du die überhaupt? Ja, das ist die Frage. Ohne Spaß, ne? Diese Kardashian, ich weiß nicht, wofür sie, also, die können eigentlich gar nicht. Sie sind dafür bekannt, dass sie diese Sex-Sales-Sachen machen, so. Dass sie immer Männer wechseln, dies, das. Aber die vermitteln keine guten Werte, warum man denen folgen sollte. Guck mal, das sind die Vorbilder der Frauen. Unsere Vorbilder sind halt oft so, Cristiano Ronaldo oder Messi von Typen oder keine Ahnung, Bill Gates, Elon Musk oder so. Das sind richtige Macher, die haben was in deren Leben erreicht. Die sind dafür bekannt, dass sie etwas auf die Beine gestellt haben, worauf die richtig stolz sein können. Aber diese Kardashians oder Jenners, Digga, das sind Skandalleute. So, also es gibt eigentlich keinen Grund, denen zu folgen. Ich schwöre, du kannst Cristiano Ronaldo folgen, weil du siehst, der ist ehrgeizig, er ist mit seiner Frau, mit seinen Kindern voll schön, Family Life, dies, das, bei Messi genauso. Aber Bruder, die, Digga, die wechseln jede Woche einfach den Mann und so.
Ganz komische Leute sind das wirklich. Ich fühle die gar nicht. Also ich würde auch Ihnen davon raten, denen zu entfolgen. Macht keinen Sinn. Wer ist sie denn? Wer ist sie jetzt? Ganz ehrlich, wer ist sie? Nein, wer ist sie? Justin Bieber. Ich sage wahrscheinlich, die amerikanischen Stars, die haben mich eh nicht interessiert. Das ist alles, ja, alles Bullshit. Außer Ariane Grande. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen Quatsch auf Ariane Grande. Weißt du was, Sascha, wenn wir nichts sind, dann verpiss dich doch hier. Sag dir irgendjemand, du sollst uns folgen, blockieren, tschüss. Ganz einfach. Nee, nein, das hat uns gefreut, dann bleib stark, lass dich niemals runterziehen. Egal, wer versucht ihn mal. Bleib immer stark. Wir sehen uns. Nochmal einer schreibt, warum geht der Bruder mit Israelis live? Ich raus. Arafat, Yasser. Ich wünsche einen schönen Abend, Brüder. Ich bin vielleicht am Wochenende in Berlin. Vielleicht kann man darf auch eine Sache nicht verwechseln. Ne? Also nicht jeder aus Israel ist schlecht und auch nicht jeder Palästinenser ist schlecht, Digga. Nur weil ein Land Krieg miteinander hat, so heißt es nicht, dass die Leute von dem ein Land richtig schlecht sind. So. Das ist halt oft so Politiksache, ne? Regierung, die ist das so. Aber du kannst nicht alles verallgemeinern, das geht nicht, ehrlich. Darauf muss man auch aufpassen, ne? Weil es gibt bestimmt Leute, die wollen jetzt irgendwelche Israelis und so canceln und nicht mehr mit denen chillen, so. Weil die einfach Israelis sind, aber sowas ist gefährlich. Ehrlich, aufpassen bei sowas, ja. Was essen zusammen und einen Chai trinken oder so. Meld dich nicht noch, Habibi. Ah, Ibo kennt sich gut aus mit diesem Doch, Digga, jetzt kommt Ibo, der wird nicht so. Ich mach dieses Thema das kein Maskerad. Das ist so, weißt du was, wenn du die Wahrheit sagst, sag doch. Der Guck mal, ich will dir sagen, ich mach auf dieses Thema kein Maskerad. Wenn du die Wahrheit sagst, wenn du die Wahrheit sagst, stellen sie dich als Lügner. Und wenn du lügst, sagen sie, er sagt die Wahrheit. Das ist der Prophet, was damals gesagt ist. Gänsehaut. Wird eine, wir sind doch in der Zeit. Die wird nicht kommen, die ist schon länger da. Wir sind doch schon da. Ja, der Wahrhaftige wird als Lügner dargestellt und der Lügner wird als wahrhaftig dargestellt. Punkt. Es geht nicht darum. Wallah, ich gucke mir diese Videos an. Ich dachte, Alter, wirklich, wollen die Leute, was für manipulieren? Die Lügner. Jeden Tag aufrufen, wer einen Euro übrig hat, er soll spenden. Weißt du, wenn die Großen jetzt, du hast gar keine Ahnung, was die machen. Elektrizität, kein Wasser, die werden sterben. Also, wenn sie die nicht so umbringen mit Bomben, wollen sie die aushungern lassen. Das ist deren Demokratie. Das sind nicht unsere Freunde oder irgendwas. Wallah, die wollen nichts Gutes. Die haben auch nichts Menschliches in sich. Wallah, Papa, ich sag dir eins, ne? Das, was du sagst, ne? Du hast irgendwie sag ich, du hast recht, aber. Es ist eine Zeit gekommen, keiner wird zuhören. Menschen werden reden, Menschen werden aber fang doch bei dir selber an. Heb deine Hände, bete und bitte Allah um Hilfe. Vielleicht erhört dich Allah. Allahu alam. Oh, Papa, weißt du, wie viele Menschen beten, denkst du, Allah hört nur auf mich? Vielleicht hast du irgendwas in deinem Leben getan und wenn es ein klitzekleine, die für dich null wert ist, aber für Allah riesengroß. Allah ist der Größte natürlich. Verstehst du, was ich meine? Denk nicht immer, soll auf mich hören. Weißt du was? Jeder sollte man anfangen zu bitten, okay, um dass Krieg allgemein aufhört. Leute, ja, jeder weiß. Ja, Frieden auf jeden Fall in alle Länder am besten. Ne? Krieg ist nichts Schönes, ich schwöre. Am Ende leiden die Leute, die am wenigsten damit zu tun haben, und zwar die Zivilisten. Ne? Jeder weiß auf dieser Erde, ja, dass besetzten Gebiete der Palästinenser 67, jeder weiß auf der Erde, die Einsiedler verscheuchen die Palästinenser aus ihren Wohnungen. Jeder weiß das. Aber. Naja, jeder kennt die Wahrheit, aber keiner. Boah, ich muss sagen, ich kenne diese Story über Palästina und so gar nicht. Also, ich habe mich noch nie damit befasst. Für die anderen sind das Kakerlaken und die anderen sind keine Kakerlaken. Bison Ali, die haben Palästina-Flagge so gehalten, die Polizei hat die angegriffen. Palästina-Flagge weg. Aber ich bin wirklich, ich bin euch ehrlich, ich bin für Frieden. Ja. Die sollen sie angreifen, die sollen auch die nicht angreifen. Dazu, ich will dir was sagen, warum ich für Frieden bin. Willst du wissen, warum? Warum? Ich sag dir, warum. Wo lebst du? Deutschland. Hast du genug zu essen? Ja. Alhamdulillah. Hast du ein Dach über dem Kopf? Alhamdulillah. Ja. Hast du Angst, dass irgendeine Rakete über deinen Kopf fliegt? Nee. Nein. Hast du Angst, dass irgendjemand kommt, auf die Tür klopft und sagt, verpiss dich, das ist meine Wohnung? Nee. Nein, oder? Nein, habe ich auch nicht Angst. Deswegen bin ich für die Menschen da unten, egal wie, für Frieden. Ja, ich bin generell überall für Frieden. Ne? In Kongo ist es ja auch so, Digga. In Kongo gibt es ja auch viele Bürgerkriege von da, wo ich herkomme. Und ja, Digga, das ist auch ganz schlimm, was da immer abgeht, ehrlich. Völkermord, dies, das, Digga. Belgien, Kolonisation und so. Das ist richtig Film, wirklich.
Weil wir können uns, warte, nein, wir können uns gar nicht in dieser Lage versetzen. Stimmt. Das stimmt. Wir können uns nicht in diese Lage versetzen. Uns geht's gut. Uns geht's richtig gut. Ich glaube, 99% von den Leuten, die hier leben, die haben mit diesen Kriegsgebieten gar nichts zu tun. So. Also die waren da noch nie und kamen noch nie. Also die kamen noch nie in diese Situation, dass es so krass da war, wie es jetzt gerade da ist. So. Nicht. Sie haben das Leid. Aber wir gucken von, warte mal, guck mal, hör mal zu. Wir gucken nur von hinten. Klar, wir versuchen zu spenden, wir versuchen Dua zu machen, aber wir sind hilflos. Hast du mitbekommen auch in Afghanistan und so mit Erdbeben oder hast du das? Möge Allah, Azza wa Jal, der Erhabene, möge Allah den. Was soll ich dir sagen? Mit ihnen sein und nicht gegen die sein. Bruder, und einer, ganz ehrlich, guck mal, ich habe wirklich in den ganzen Jahren was gelernt. Erzähl mal. Ja, weder ein arabisches Land oder irgendein anderes Land steht hinter Palästina. Vielleicht Irland steht hinter Palästina. Aber Alhamdulillah, inshallah, Allah steht hinter Palästina. Inshallah, Amin. Wenn die meisten Muslime wissen, was Palästina bedeutet, dann könnten wir weiterreden. Aber sie wissen auch nicht. Ja, bei allem Respekt, ich will euch nicht angreifen. Ihr drei wisst gar nicht, was Palästina bedeutet. Was bedeutet das, Digga? Ich weiß auch nicht. Palästina ist nicht für die Palästinenser. Dankeschön. Ist für die ganzen Muslime. Palästina ist ein Land, aber ist nicht unabhängig, weil es Krieg gab seit Jahren. Stimmt's? Nein, Palästina ist für die ganzen Muslims auf der ganzen Welt. Für die Freiheit. Es ist nicht für Palästinenser. Al-Quds. Und weißt du, was ist? Jeder Al-Quds, wir denken, die Moschee, ja? Das ist nicht die Moschee mit den goldenen Kuppel. Die ist weiter links. Wir werden nicht mal mitkriegen, dass sie kaputt geht. Das werden wir nicht mal mitbekommen. Weil jeder erwartet, dass diese andere Moschee kaputt geht. Okay? Die andere Moschee ist der Felsenberg. Aber Jamal al-Aqsa, das ist nicht die mit der goldenen Kuppel. Ich sag doch, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Isra und Miraj, er ist von Mekka, guck mal, er ist von Mekka, wohin gegangen? Nach Jerusalem. Stimmt's? Mit Jibril alaihi salam, mit dem Burak. Warum ist er dahin gegangen? Allah azza wa jal oder der Prophet Hassan, der wollte eine Botschaft hinterlassen. Ja, okay, Digga, krass, ja. Jetzt lernt schon und sie und mit Arafat. Ist auf jeden Fall ein sehr heikles Thema, was da abgeht, ne? Ich wünsche natürlich Frieden für alle Länder, so dass sowas gar nicht mehr passiert. Ne, aber sowas. Die Leute sind einfach böse. Es gibt leider böse Menschen auf dieser Welt und ja, die stiften auch andere Menschen dazu an, böse zu sein, Digga. Deswegen wird es schwierig, dass irgendwann auf der ganzen Welt Frieden gibt. Wir können natürlich nur beten und hoffen, dass es den Menschen da unten gut geht und generell überall auf der Welt, weil das ist schon wichtig, Digga, ehrlich. Uns geht es wirklich gut, wir genießen diesen Luxus, dass wir keine Angst haben müssen, zerbombt zu werden. Aber ihr seht, in manchen Regionen, Digga, da ist es echt ein Hoffen und Bangen, dass es nicht passiert, ne? So, also, es könnte jeden Moment passieren. Und das ist schon ein ekliges Gefühl, so. Schreibt eure Meinung dazu auf jeden Fall in die Kommentare. Mich würde halt echt interessieren, was ihr dazu sagt. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf rein. Peace.